Ja, wie ich eine ganze Gruppe Hunde hat, der muss das Raum einnehmen, beherrschen. Spätestens wenn einer mal alleine fressen soll oder eine Übung alleine machen soll, ohne dass alle mitturnen, oder? Sei es, dass ich durchgehen möchte. Die Hunde folgen mir auf Schritt und Tritt und ohne dass ich sinnvoll und erfolgreich Raum einnehmen kann, habe ich keine Chance. Das heißt also, Raum einnehmen, wenn man möchte, dass der Hund weggeht, mit geradlinigen Schritten, mit der Körperhaltung, mit Bewegungen und auch, wenn man spazieren ist. Eine Hundegruppe möchte nicht von anderen Hunden belästigt werden. Auch da ist es wichtig, die Hunde in einem festen Raum halten zu können und diesen Raum auch verteidigen zu können gegenüber anderen Hunden. Und auch gegenüber Menschen, die meinen, sie müssten jetzt da 12 Hunde an der Leine streicheln. Alles schon da gewesen. Nein, das ist nicht unhöflich, das ist einfach nur normal, dass diese Gruppe unbelästigt ihrer Wege gehen möchte und dieses Raum halten und einnehmen. Das dürft ihr bei eurem Hund auch gerne üben. Das ist für den Hund eine Sicherheit und keine Einschränkung, sondern eine positive Begrenzung dessen, was gerade an Raum erforderlich ist. Und es ist auch für euch einfacher, wenn ihr das beherrscht. Dann nimmt euch der Hund ernst und ihr könnt auch mal an ihm vorbeigehen, ohne dass er euch vor die Füße rumpelt.